Das war gemein, oder? Der Cliffhanger. Aber jetzt sind wir da. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met, but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Ja, was soll ich sagen? Kein Alkohol ist auch keine Lösung, ne? Archibald? How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That bed rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so, too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Ja, jetzt sehe ich sie. Veränderung im Arbeitsrecht, den fand ich schön.
You could try washing once in a while. Come on, mister. Keep your eyes open. No. This must have happened recently. Das wollte ich gar nicht. Hey, come have a look at this. Das wollte ich. Ein bisschen näher rangehen wollte ich. Okay, plündern können wir natürlich nicht. Wir sind ja jetzt Hilfs-Sheriff. Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Hat er uns gerade einfach da weggetan? Hallo? So, können wir den irgendwie durchsuchen? Nein, wir sind ja die Guten. Die werden ja auch alles mitgenommen haben. In der Truhe irgendwas drin? Nee, das haben die alles dann. Jo. Ich komme ja schon. Ja, grundlegende Veränderungen im Arbeitsrecht nach dem Krieg. Also, jetzt sollen wir fahren. Okay, fahre zum Sumpf. Na klar, sind wir da nicht schon? Okay, Frederick Mitchell. Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellers in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. Bear right again here. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Could drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take this operation down for good. Come on. See what we're dealing with. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rats. Ich bin neugierig. Was haben wir? They say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 78. How will I handle this? Well, the way I see it. Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Wir wollen noch, nach links. We'll take the left. Let's stop these filthy degenerate tax dodgers. So, versuche ihn bewusstlos zu schlagen, ohne dass er Dampf merkt. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it. Das kann ich. See what I'm on the bridge over there? Ich wollte nicht unbedingt durch den Sumpf, aber okay.
Der sieht mich doch jetzt. Ah, der ist am Baden. Okay. So, Entdeckung der Bäume. Hier ist niemand. Hier ist überhaupt niemand. Gar niemand ist hier. So, überhaupt. Ach, geht. Think you take this one, Bill. With pleasure. So. Na, das sah doch gut aus. Vogel da hinten, der einfach mal so lalalalala, ne? Siehst du ihn? Und jetzt fliegt er weg. So. Das war in dem Fall der erste. Ich dachte, das haben die anderen schon gemacht. Was soll das? Müssen wir eh beides machen, hallo? Und jetzt nehmen wir uns den nächsten auch noch zur Brust. Schön durch den Sumpf. Nett. Oh, guck mal, die Algen und so. Oh. Ist ein schönes Hemd. So ist er das. Ja. Schießen ist keine Option. Ausrutschen auch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, der hätte uns auch sehen müssen. Wir sind da lang gelaufen und der hat uns nicht gesehen. Ich bitte dich. Aber ich wette mit dir, da hinten hat er uns nicht gesehen, aber wenn wir... Aber wir müssen da lang laufen. Okay. Das sieht der doch. Ich meine, ganz ehrlich, der muss doch blind sein, wenn er das nicht sieht. Oder besoffen. Bisschen Strafe muss anscheinend sein. Trage den Schwarzbrenner zum Wagen. Auch das machen wir. Jetzt gehen wir aber außen rum. Und hoffen nicht reinzufallen. Punkte gehabt. So, und daneben. Schön, auch schön in den Schlamm. Better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. Oh, so. You think you're real funny, don't you? Tell me about the... That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. So. Nutze L1, um das Waffenrad auszurufen und das Dynamit auszuwählen. Machen wir... Wieso ist denn da Blut? Oder ist das... Nee, ist kein Blut. So, bringe Dynamit an der Brennerei an. Da haben wir ja 8 Stück. Lasse L1 los, um das Dynamit in die Hand zu nehmen. Es brennt noch nicht, das ist schon mal gut. Drücke R2, um das Dynamit zu platzieren, ohne es zu zünden. Ist das wieder in der Hand? Ja. Sure.
Just a second. So, und jetzt geht die Schießerei los. Finde Bill. Ja, da hinten. Ja, das war ja super. Warum? Oh. Da war noch einer. Ich auch nicht. Aber sagen wir, wieso können wir die nicht plündern? Ich will einfach kurz gucken, ob wir die Ärger bekommen, wenn wir das tun. Ah, tun wir nicht. Kehre zu Dutch zurück. Geh doch. Ja, war nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das so vorgestellt habe. So, können wir nicht auch den Wagen klauen? Oder sollen wir den Wagen klauen? Bin gerade ein bisschen... frag mich gerade so, ob wir das können und sollen und tun. Können wir uns hier nicht noch ein bisschen umgucken? Hm? Leichenpflaster hat seinen Weg. So, da kommt aber keine Verstärkung mehr von den Jungs.
bestimmt noch irgendwas, was wir noch übersehen haben. So, hier, schau mal, das sieht doch so aus, als wenn hier irgendwas wäre. Das wäre doch langweilig, wenn wir nicht irgendein kleines Secret sehen würden. Sowas wie so eine kleine Truhe zum Beispiel. Nee, doch nicht. Schade. Oder ein Zigarettenbildchen oder halt irgendwas. Waffenöl haben wir genug, brauchen wir nicht. Dosenmais. Ist hier nichts, ehrlich nicht. Nix, gar nichts. Okay. Okay, enttäuschend. Schade. So, den haben wir anscheinend schon geplündert. Den auch. Den auch. Und da gibt es tatsächlich nichts mehr. Was haben wir denn hier? Das sieht so aus, als wenn wir das mitnehmen können, den Wagen hier. Dann nehmen wir doch den Wagen mit. Dann nehmen wir doch den Wagen. Steig doch mal auf, Arthur. Hallo? Geh doch. Wieso kann ich denn nicht... Andere Seite vielleicht? Ist der Fahrer sitzt auf der Seite? Kann nicht. Vielleicht will ich auch nicht. Also wenn ich jetzt hier neben gehe und Dreieck drücke, dann geht das. Ich kann das Pferdchen treten, aber ich kann nicht aufsteigen. Siehst du? Ich drück und drück und drück und drück und da passiert gar nichts. Okay. So, machen wir mal Platz. Ja, dann kehren wir halt zur Arthur zurück ohne Wagen. Hätte man bestimmt eh nicht verkaufen können. Der hat bestimmt wieder zu, der Händler. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally. Piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we... are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on. You ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes. Show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen. These two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Klar. Okay, you're on. That's the spirit. Okay,
Moment. Das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen unfair. On my word. Set, go. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. So. Yep. Das werden wir noch sehen, Arthur. Das werden wir noch sehen. So. Darf auch mal unfair sein, ne? Untergesetzt muss das gehen. Oh. Ich dachte, er schafft's. Ich dachte, er schafft's. Okay. Komm hier rauf. Okay. Hoppla. Und dann gehen wir zur Seite. Oh. Der Mond. Der Mond. Wir haben einen Hund umgebracht. Und was stimmt mit Hundi nicht? So sieht's aus. So. Es ist immer schön, dass die NPCs immer auf einen warten, wenn wir das nicht hinkriegen. Gefunden, dass das eventuell irgendwann schlecht ist. Wobei ist das weg? Da haben wir noch aus der Umwelt. Don't drink and drive, ne? Ist so. Ist einfach so. So, und jetzt, das war's. Und jetzt kommen wir an diesem Baum, kommen wir einfach nicht vorbei. Wollten, dass der Chef gewinnt, ne? Wir hätten gewonnen. Wir hätten gewinnen können, wenn wir gewollt hätten. Oh, I am sorry, son. Well, spare the gloating, Dutch. Oh, I'm not a gloater. Why would I laugh at the fact that you haven't learned after all these years to ride a horse very well? That is a source of great sorrow to me. Very funny. I have fun with you today. Be well. Here? Well, I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. So, so sind wir das. Auf jeden Fall sind wir ein Deputy Sheriff. Ja, das hat ja super geklappt. Amerikanische Destillation. Hey, und zwei Krüge Fusel für verlorene Krieg, ich meine, das ist fair. Mission abgeschlossen, das ersparen wir uns jetzt einfach mal. Wir gucken mal auf die Karte. Was haben wir denn jetzt Neues? Wir haben einmal die Abigail, die mit uns sprechen will. Werbung, die neue amerikanische Kunstform, Teil 1. Mhm. Sodom zurück nach Gomorra. Das klingt nach einem kleinen Überfall. Haben wir sonst noch irgendwas irgendwie getriggert? Nee, haben wir nicht. Wir müssen uns auch demnächst mal Saint-Denis ein bisschen genauer angucken. Ne, wir wollen ja die Gauklertruppe nochmal besuchen und irgendwann müssen wir auch nochmal hier in den Norden rauf, wo unsere kleine Zugfahrt endete, so genau hier. Und irgendwann, viel, 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 viel später, geht es dann auch nochmal Richtung Südwest. So, ich würde einfach sagen, wir fangen bei Abigail an. Und vorher schmeißen wir ein bisschen was in die Lagerkasse. Das ist ja fast mal hier.
machen. Mindestens mindestens. What you want, Micah? Nothing. Just saying thank you, brother. I can't call you brother, can't I? Natürlich dann schon Sohn und Bruder werden und alles. I think I like you even less when you're friendly. You're the first person ever told me that. So, erstmal die Schulden abliefern, das ist ganz wichtig. Unser Anteil $4.15. Schön. Jose and John are looking for you. They went out to the Moonshine Stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Jose wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. So, so. Abigail, so sieht's also aus. Okay. Wir wollten aber erstmal noch unseren Beitrag leisten. $300 in der Lagerkasse, 343 bei uns. Aber erstmal, was haben wir denn, was wir so spenden können an Ausrüstung? Oh, guck mal hier. Platin-Taschen für $12, das ist auch Schnapper. Und die wollte ich behalten. So, Wertgegenstände, was haben wir hier noch? Graviert? Ja, guck mal hier. Weil da müssen wir immer zum Hehler rennen und das wollen wir ja nicht. 380, ja, kommt ein bisschen haben wir noch. Denn das alles immer beim Hehler verticken, finde ich jetzt irgendwie, nö, das ist eleganter hier, finde ich. Den kriegt ihr nicht. So. Und jetzt können wir ja noch, weil wir echt ein cooler Typ sind, können wir noch ein bisschen Geld spenden. Was hältst du von $43? $43. Haben wir immer noch $300 und es gibt $441 im Büchlein. Ja, unser Lager wird langsam schön. So sieht es nämlich aus. So, Sadie $7.38, $3.20, $1.30 von Charles. Naja. Ich sag nichts. So, Atzen. Ne? Ein paar Sachen müssen wir wieder auffüllen. Auffüllen, 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 Vorräte. Dutch, can I talk to you a minute? What is it? I think you misunderstood me earlier. I ain't trying to rob you. So, da müssen wir noch ein bisschen mehr auffüllen. So, alle übrigen Zelte im Lager verbessern für $300. Das könnten wir uns jetzt leisten. Mehr Platz zum Anbinden. Ein Hühnerstall für $175. Ein Boot für $450. Wollen wir ein Boot? Brauchen wir ein Boot? Ich glaube, ganz wichtig wäre erstmal das hier. So, und alle haben schönere Zelte. Einfach so. $133 und wir haben noch einen, den Hühnerstall, $175. Das heißt, da fehlen ja 42. Ach komm, wir sind nicht so. Wir sind nicht so. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Wir haben's. So, dann gibt es jetzt noch einen Hühnerstall für die ganze Rasselbande.
Waffen und Munition? Nee. Den Hühnerstall. Und die Qualität von Pearsons Eintopf hat sich damit verbessert. Ach, guck mal, der ist ja süß. Der ist die $175 komplett wert. Das hätten wir noch billiger machen können. Naja, egal. So. Hello, Arthur. Dutch, guten Tag. Don't you tell him a thing about that money. I ain't a fool, Arthur. Folks seem happy, Mr. Morgan. We have been provided for. That we have, Reverend. Have a fine time, sir. Du auch, mein Freund. Du auch. So, da war doch jetzt, warte mal, da war... Abigail hat ja gesagt, dass Jose und John beim schwarzgebrannten Vorrat nach dir suchen. Und das ist der Bill. Bill möchte irgendwas Krummes mit uns drehen und da geht's ja, denke ich mal. Der schöne Fusel. Was machen wir damit nur? So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. So, da ist das Ding. Das war echt gekonnt aus, oder? Wo ist denn hier unser Jose? Wo ist er denn? Da hinten. Hey Arthur, what are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it, they must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right, I should get going now. I'll leave you fellas to it. Oh, wieso muss ich denn schon wieder fahren? Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Nö, aber das Navi ist ja. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it. Maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Und vergessen wir mal nicht die kleine Schwester, die im Plumpsklo wohnt. Ich sag's nur. So, das ist eine richtig beschissene Idee. Das ist eine richtig gute Idee, bitte jetzt. Hier wird das halt. Hello, gentlemen, how are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay, okay. She's at the house. Yeah, dann fahren wir da doch mal hin. You heard the man. Driver, proceed, please. Aber gerne. Ich glaube dabei, das ist auch eine richtig bescheidene Idee, was wir hier gerade machen. Wissen doch 100%, was hier los war.
in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. Relax, I ain't here to rob you. No, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. You give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Was, das funktioniert? Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the Rhodes Saloon. Here we go. Unerwartete Wendung, ne? So unerwartete Wendung. Sold those Cornwall bonds. Got close to 1,000 for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were. Especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. Yeah. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. You know my feelings about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. You're the brother turned idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Smoke this pipe. Wir haben das mit Hüten nicht so, ne? Vorsicht. Bring your lip forward just a bit. Squint. Oh, perfect. Yeah, what about you? Shh. You can't speak. You're turned idiot. Right. Broke poor mammy's heart. There, there, Fenton. There, there. Don't get mad now. Warte mal, wir fassen noch mal einmal kurz zusammen. Erstmal will ich gucken, wie doof wir aussehen. Naja, aus der Ferne geht so. Also wir mischen uns tatsächlich gerade in diese Blutfeder ein. Der Sheriff Grave, der so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dümmlich erscheint, aber ja, irgendwie schon, ne? Der uns auch gleich zur Hilfs-Sheriff macht, weil ja, wir haben ihm einmal geholfen und dem können wir bestimmt glauben. Und diese gerissene Braithwaterdame. Was ist der Schlüssel, die beiden Kinder? Und wenn wir uns auf eine Seite packen müssen, welches wäre schlauer? Der Sheriff? Ja, geh mal kurz zur Seite, ich bin doof. Auf die Seite des Sheriffs oder auf die Seite von dieser Braithwaterdame da? Schwierige Entscheidung. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. Die erkennen es überhaupt nicht. Haben wir den Sheriffstern? Nee, den haben wir wenigstens abgemacht. Gentlemen! Gentlemen! Und egal, wo wir hinkommen, es ist immer Chaos. Hey! Hello!
immer ein, oh, lassen Sie die Füße stillhalten, lassen Sie keinen Ärger machen und dann, ja, ja, ist halt so. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Hand out the liquor. Ja, stell dich hinter den Tresen im Saloon. Das, puh. Ach, das, da habe ich ein ganz mieses Gefühl. Das endet doch schon wieder schlecht. Gentlemen! Gentlemen! My name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny. But boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes... The drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. Yeah. The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. I'll have one Fenton drink. Das ist ein Bounty. Flasche anheben. Das ist die halbe Stunde aber schnell rum. Oh, das wird den Grace nicht gefallen. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him. Ach, ja, weiter. Ich komme schon. Ich komme schon. Hey, hey, this way. That's our booze, you big bastard. Let's go. Was ist los? Ich komme schon. Coming after us. I see them. Shoot them now.
Das waren sie wohl, hm? Dass er auch jede Kneipenschlägerei so aushaltet. Und jedes aufgelagert. Alright, we're good. Yeah. Remind me never to take up a career in, what was it? Advertising. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. I'll go speak to Dutch. What do you think? About what? Fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something. Ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them. Or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side. And then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Das wird böse enden. Das wird richtig böse enden. Nur so ein Gefühl, aber das wird richtig böse enden.
kurzer Blick auf die Karte, wenn die Karte denn mal aufgeht. So, dann haben wir noch die Sache mit Bill. Und dann können wir uns entweder bei dem Braithwaite nochmal treffen. Vielleicht können wir vorher nochmal nach ihr gucken. Oder wir klauen ein paar Pferde bei den Greys. Das ist doch alles nicht super. Das ist doch beides Schied. Tja. Dann lass uns mal überlegen, was wir als nächstes machen. Und zwar in der nächsten Folge Let's Play Red Dead Redemption 2. Schön, dass du dabei warst. Schreib mir doch gerne was in die Kommentare, lass mir doch gerne ein Däumchen da oder auch gerne ein Abo, wenn dir dieser Kanal gefällt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Mach's gut.